Herzlich willkommen beim Workshop Den eigenen Ausdruck finden. Wir sind immer noch im dritten Teil zwischen Ausdruck und Kommunikation. Dass jeder sieht etwas anderes, was wir im letzten Teil auf die Technik der Dekalkomanie bezogen haben, gilt beinahe für alle Menschen in beinahe jedem Lebensbereich. Jeder sieht immer etwas anderes. Menschen, Dinge, Umstände. Du kennst vielleicht den Spruch, jeder hat seine eigene Wahrheit. Darauf möchte ich vielleicht später noch einmal kommen. Jetzt ist mir erstmal wichtig, dass du die Subjektivität in allem erkennst. Es ist so wichtig, um sie zu wissen und sie sich immer wieder ins Bewusstsein zu rufen. Denn das Bewusstsein dafür bringt einem anderen Menschen näher, indem es mindestens Respekt, vielleicht sogar Verständnis fördert. Und Respekt, Verständnis und da erstmal die Verständigung sind existenziell wichtig für gelingendes Miteinander. Viel wichtiger als die oft und oft religiös geforderte Liebe, die ganz oft überfordert. Dazu hat Caroline Ehmke 2016 in ihrer Dankesrede zum Friedenspreis des deutschen Buchhandels und 2017 auf der Republika gesprochen. Ich setze beide Links in die Beschreibung. Der Mensch ist ein Beziehungswesen und hiermit kommen wir zu einem wichtigen Unterkapitel dieses dritten Teils. Als ich die Begriffe Mensch und Beziehungswesen so in eine Suchmaschine eingegeben habe, war ich doch erstaunt, wie viele Links mit religiösem Bezug angezeigt wurden. Ich hätte die beiden Begriffe so zusammen eher in den psychologischen oder pädagogischen Bereich gepackt. So kann man sich täuschen. Für mich birgt der religiöse Bezug immer die Gefahr der Spaltung. Zu oft sind solche sehr persönlich, ja intim empfundenen Themen genau dafür genutzt worden. Aber solange man die Spaltung als Gefahr vor Augen hat, sie einem ständig bewusst ist, ist schon viel zur Gegensteuerung gewonnen. Der Mensch ist ein Beziehungswesen. Das gilt sicher für den einen mehr als für den anderen, aber kaum jemand würde vollständig ohne seine Mitmenschen auskommen wollen. Das Gefühl der Isoliertheit, das vollständige Zurückgeworfensein auf sich selbst, wäre sicher kaum auszuhalten. In dem Zusammenhang rege ich an, mal Marlen Haushofer Die Wand zu lesen oder zu schauen. Sowohl Buch als auch Film sind empfehlenswert. Dass unsere Kreativität und Kunst sowohl mit uns selbst, Ausdruck, als auch mit anderen, Kommunikation, zu tun hat, dass sich der Mensch immer in diesem Spannungsfeld bewegt, haben wir uns an konkreten Beispielen vor Augen geführt. Eine der schönsten Kreativübungen genau zu diesem Spannungsfeld habe ich selbst erst 2018 kennengelernt. Den Link zu meinem Erfahrungsbericht findest du in der Beschreibung. Mail Art oder andere Gemeinschaftskunst lässt uns erleben, dass Kunst nichts Abgehobenes sein muss, sondern der künstlerische Ausdruck als eine Sprache zur Verständigung genutzt werden kann, eben Ausdruck und Kommunikation. Auch wenn du dir den Link nicht ansehen magst, muss ich kurz auf meine Erfahrungen mit Mailart eingehen. Dazu zitiere ich aus dem Angebot der Website gemeinschaftserfahrung.de. Der Quantenphysiker David Bohm, der grundlegend über die Frage, wie unser Denken arbeitet, geforscht hat, schlägt den Dialog als Mittel und Möglichkeit vor, wie sich das Denken bei seinem Tun beobachten und verstehen lässt. Bohm verwendet den Begriff Dialog im ursprünglichen Wortsinn. Dia heißt durch und Logos meint das bedeutungsvolle Wort. Der Begriff meint also das Fließen von Sinn und das Erschließen von Bedeutung um und durch uns Menschen. Ein solcher Sinnstrom führt vielleicht zu neuen Einsichten oder zu Verständnis. Im kommunikativen Prozess wird etwas Neues geschaffen, etwas, was weder absehbar noch planbar, sondern kreativ ist. Dieser so geteilte Sinn ist das Band, das uns Menschen zusammenhält. Und weiter: In einer Gruppe wird auf diese Weise eine andere Art des Bewusstseins möglich, ein partizipierendes Bewusstsein. Jeder Einzelne hat Teil an der daraus resultierenden energetischen Aufladung einer Gruppe, deren Kraft ungleich höher ist, als es der summierten Teilnehmeranzahl entspricht. Bei einer funktionierenden Gruppe ist das gemeinsame Denken ein Prozess gemeinsamer Partizipation. Wenn wir das Denken anderer erkennen, wird es zu unserem Denken und wir behandeln es, als sei es unser Denken.
Den ersten Teil meines Erfahrungsberichtes schloss ich mit folgenden Worten, an die die achte Übung dann anschließt. Es war eine tolle neue Erfahrung für mich, so ins Gespräch kommen zu dürfen. Ich fühlte es so, dass ich tatsächlich Kommunikation erlebt habe. Die Art der Zeichnungen, / Malarbeiten, zeigten unsere Individualität, aber die Themen griffen direkt so auf eine Art ineinander, reichten sich die Hände, bestätigten einander im Bemühen um Sensibilität menschlichen Themen gegenüber, dass ich mich nur bereichert aus diesem Projekt weiter bewegen konnte. Für die achte Übung brauchst du noch mindestens einen anderen Menschen. Jeder bekommt ein leeres Blatt Zeichenpapier und Stifte oder Farben nach Wahl. Bei Farben denkt bitte wieder an das Wasserglas und ein Tuch. Nachdem ihr euch so hingesetzt habt, dass ihr nicht sehen könnt, was der andere zu Papier bringt, beginnt ihr, das Blatt zu höchstens der Hälfte an Raum frei zu füllen. Ob ihr zeichnet oder malt, ist euch überlassen. Danach tauscht ihr das Papier und der zweite malt zu Ende. Das Motiv des ersten kann sowohl eingebaut als auch nur als Bezug verwendet werden. Es darf lediglich nicht komplett übermalt werden. Vielen Dank fürs Mitmachen der achten Einheit und bis bald.